Habe die Ehre, grüß euch gut. So, Freunde, heute großes Experiment. Kakao mit Glas. Es sollte theoretisch jetzt nämlich auf zwei Plattformen gleichzeitig laufen, nämlich auf YouTube, auf meinem Kanal und auf meinem Facebook-Profil, wann es wo ist. Wirklich wissen tue ich es nicht. Ich kann das noch nicht ganz überprüfen, aber schauen wir mal, was passiert. Jedenfalls, herzlich willkommen zu Kakao mit Glas. Endlich mal wieder. Das letzte Mal, dass ich diese Sendung gemacht habe, war, ich glaube, im März oder im April. Das war beim Lockdown Nummer 1. Jetzt halt beim Lockdown Nummer 2. Schauen wir mal. Ja. Wir plaudern über Gott und die Welt. Ich habe natürlich auch einen Gast dabei. Und weil ich halt da neue technische Errungenschaften ausprobieren möchte, wird das mehr so ein bisschen ein experimentelles Ding. Auf jeden Fall sicher schon, der Ulrich ist da. Und zwar auf, Ulrich, woher bist du? Ich glaube, YouTube, gell? Das ist eben so eine Sache. Das ist so eine Sache. Weil theoretisch sollte ich auf Facebook, glaube ich, da tut er noch nichts. Auf Facebook, glaube ich, tut er noch nichts. Schauen wir mal. Edit Settings. Das ist immer leider, da kommen Nüsse aus. Kann ich schon vergessen. Schau, Katharina Steurer, schönen Nachmittag, Kathi, servus, grüß dich, Landal Stromer, Daniela Schlögl, grüß euch gut. Ja, also scheinbar auf Facebook spielt sich da noch nichts so, aber auf YouTube. Sending Data, na gut, wie auch immer, YouTube Ingolstadt, jawohl, ja wurscht. Ja, aber irgendwie müsste das gehen, das ist immer so diese Sache. Das ärgert mich schon wieder, nicht? Aber ich werde mich nicht ärgern, sondern ich schaue noch mal ganz kurz, ob ich was machen kann. Wenn nicht, machen wir einfach da auf YouTube weiter, ohne Facebook. So, pass auf. So, haben wir gleich. Weg ist. Kakao mit Glas, Marinus Herzl, ja, endlich wieder. Wie gesagt, ich glaube, das letzte Mal war das im März oder April, die letzte Sendung. Und jetzt haben wir doch, ich probiere es wieder mal und schauen wir mal, wie das funktioniert, weil ich habe nämlich so eine Interviewfunktion, aber an der hänge ich noch gar nicht. Ich hänge dabei eigentlich nur an der Funktion, wo das mit Facebook nicht funzt. Aber pass auf, warte mal, jetzt kann ich noch was anderes probieren. Halt's durch. Markus Volker. So, warte mal. Was ist jetzt? Streaming Monitor. Wir haben das gleich. Gebt es mal eine Stunde oder zwei. Ich habe dabei, also der Kakao kommt noch. Gell? Nicht, dass ihr glaubt, es kommt kein Kakao. So, pass auf. Jetzt sag's euch, das ist ein Wahnsinn. Wenn ich jetzt auf Facebook, so warte mal. Wenn ich jetzt da auf Facebook gehe. Das ist ja gigantisch. Das wäre nämlich die Idee gewesen, dass man dann In weiterer Folge, geht schon nicht. Ja, unterhalte sich da. Fritzl Status, servus miteinander, servus, grüß dich gut. Du, ich bin da noch am Markieren, pass auf, das drei Mal. Oh, jetzt probiert er noch was. Aber wir haben es gleich. Jetzt, ich spüre mich nicht mehr lang, versprochen. Das geht nicht, da muss ich das erst löschen wieder da. Das ist ein Wahnsinn. Remove Channel, so weg, remove. Der Kakao, wie gesagt, ist im Werden, mein Munkelein macht man. Ich bin nämlich total wieder ins Hintertreffen gekommen zeitlich. Weil ich meine, der Kakao ist da. Bitte. Danke, Schnitzel. Dankeschön, Kakao ist da, sehr gut. Dankeschön. Auch das Tiramisu, eine Freude, von dem reden wir noch. So. Also, gleich haben wir es. Wähle aus, was du genehmigst. So. Marinus Herzl macht seinen Kaffee auf die Terrassen. Ein Pfeiferl rauchen. Ja, aber auf der Terrassen habe ich die Ehre. Personal Profil. So. So, warte mal. Ich möchte nur schauen, ob ich es wirklich auf Facebook auch noch hinkriege, die ganze Geschichte. Weil, wenn ja, dann ist das, was ich eigentlich machen wollte. So, offline. Da steht offline. Ja, pass auf. Kakao mit Schlagobers. Gott sei Dank, wenn wir mein Board
stutzen lassen, wegen der Masken eigentlich. Dadurch bleibt dann immer so viel hängen. Ja. Marin, was lässt der Pfeiferl schon schmecken, aber auf der Terrasse wird es aber frisch sein. Ne? So, was ist da jetzt? So, pass auf, jetzt tue ich da nicht viel länger herum, sondern kümmere mich jetzt um euch, respektive, ja, jetzt fallen wir mit dem da weg, respektive komme ich jetzt zu meinem Gast. Und wie es schon damals war beim Kakao mit Klaus, habe ich ja meinen lieben Freund, einen meiner besten Freunde, der sich wirklich beinhart die Zeit nimmt, mit meinem Blödsinn mitzumachen, wieder als Versuchskaninchen heranziehen dürfen. Und zwar für eben diesen Interview-Modus, den jetzt diese Software da hat. Und ich habe da nur mal jetzt 97 Minuten Zeit für diesen Trial, ne? Wie sagt man, diesen Test-Interview-Mode. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Oliver Rutger, der Bruder von Patrick, von meinem 16er Buben Patrick, der ist live dabei heute und den schalte ich jetzt original dazu. Servus Oliver. Grüß euch, hallo. Funktioniert. Du hörst mich gut. Ich höre dich einwandfrei. Ausgezeichnet. Ich hoffe auch alle anderen, warte, ein bisschen lauter drehe da, dass das geht. Ich hoffe alle anderen hören einem auch gut. Dann können wir mit dem Plauschall beginnen. Das mit Facebook ist original, glaube ich, mit Hosen gegangen. So wie es ausschaut. Aber ist ja wurscht. Dann sind wir halt auf YouTube. Allein. Macht ja auch nichts, ne, Oliver? Nein, macht überhaupt nichts. Wunderwerk der Technik funktioniert zu 50% und somit hat es hin. Genau. Du, ich habe einen Kakao, was hast du? Hast du einen Kakao oder bist du mit Kaffee unterwegs? Oder was ist? Nein, ich bin mit Kaffee unterwegs. Mit der Espresso-Maschine. Jawohl. Selber gemacht. Jawohl. Ist er nicht wirklich ein Espresso, ist er Mokka, nicht? Weil er nur mit wesentlich weniger Druck arbeitet als eine richtige Siebträgermaschine. Nicht? Ich verstehe, aber ist das der Unterschied? Ja, es ist. Ja, weil die Mokka-Kanne, diese Bialetti, keine Ahnung, mit wie viel Bar die jetzt tatsächlich arbeitet, aber das werden vielleicht eineinhalb oder zwei sein. Mhm. Und die anderen sind alle mit 9 Bar aufwärts bis 15, die Siebträger, also die richtigen Espresso-Maschinen, die man halt auch in Kaffeehäusern sieht. Ja. Die arbeiten mit einem wesentlich höheren Druck. Und ja, kommt vielleicht auch noch in sie. Ja, du hast ja gesagt, na gut, du bist ein großer Kaffee-Afficionado. Noch mehr als ich. Aber das zum Beispiel habe ich nicht gewusst. Also ist das jetzt wirklich sozusagen offiziell der Unterschied zwischen Mokka und Espresso, die Herstellungsart, oder wie? Soweit ich verstanden habe, aber natürlich, das sind halt alles Weisheiten, die ich jetzt nicht wirklich von einem Barista gehört habe, sondern halt auch über halt, ja, Internetmedien, Plattformen, also auch wieder mit Vorsicht zu genießen. Es war mir einleuchtend bis jetzt, ja. Lässig. Aber ja, ich meine, es ist eine gute Idee. Ich habe immer nur geglaubt, dass der Mokka quasi einfach nur der nicht-italienische Begriff ist für einen starken Kaffee. Ja. Ist eigentlich lustig, nicht? Jetzt haben wir da ein Original Kakao mit Glas und reden über Kaffee. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Du, Oliver, mach einmal eine kurze Vorstellungsrunde für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Sei so gut, erzähl was. Wer bist, was magst, warum tust du da und so weiter. Also wir zwei kennen uns seit Mitte der 90er Jahre, sage ich mal. Wir haben uns quasi kennengelernt noch in der alten Schule, im Gymnasium, Unterstufe, ich war in der Unterstufe, du warst schon fertig. Und ja, ich habe einen Gitarrenlehrer gesucht und bin an dich geraten. Und habe dann HTL für Elektrotechnik gemacht, war in der Musikbranche tätig. Als Musikelektroniker habe Reparaturen gemacht und vor allem Gitarrenverstärker konstruiert und gebaut. Darum auch die Werkstatt da hinten. Ja? Mhm. Die habe ich nach wie vor noch bei mir draußen im Haus in Mistelbach. Ich mache halt privat jetzt weiterhin so einfach mal einen Verstärker, ein paar Reparaturen. Ja, und mein lieber Bruder, der Patrick, ist ja zu dir gekommen, nachdem wir zwei uns einmal beim unserem Gitarrenunterricht unterhalten haben, dass du gern Kontragitarre lernen möchtest und ob ich einen Harmonikaspieler kenne. Und der Harmonikaspieler war und ist mein Bruder, der Patrick. Patrick. Und so sind sie halt
So seid ihr 16er Buben zustande gekommen, kann man fast so sagen. Ne? Richtig, richtig, ja. Ja. Warte, ich muss wieder. Ich bin da überfordert mit der Technik, aber Moment, ich muss mich da dazuschalten wieder, nicht, wenn ich rede. So, bin schon wieder da. Ja, das war alles eh im 94er Jahr, ne? In Wahrheit. 94. Nein, es war sicher 94, Herbst 94, weil da bin ich in die HTL gekommen. Mhm. Ah ja, genau. Und da haben uns zu Weihnachten haben uns da noch im Gymnasium dann getroffen. Ne? Richtig, richtig. Weil du halt in der Schulband gespielt hast und du hast gerade Matura gemacht, ne? Im 93er, ja. Ah ja, 94, ja, stimmt. Im 93er hätte ich, aber ich bin sitzen geblieben. Daher, ja. Ja, das stimmt. Genau, ne, bist du gescheit. Das ist wahnsinnig lang her. Ich meine, das sind über 20 Jahre, nicht? Also weit über 20 Jahre. Ja. Unglaublich. Ja. Aber so wie ich du bist ja auch in der Musik quasi auch hängen geblieben. Und zwar mit einer ganz langen Geschichte mit der Handwerker. Du warst nicht mehr der Handwerker. Du warst nicht mehr der Bastler. Genau. Und genau. Ja, also, ich meine, das ist eine nicht unwesentliche Geschichte, die du dort zu erzählen hast. Ich sag nur Rock'n'Roll quasi. Naja, Hardrock, Rock, wie auch immer. Stromruder, das sage ich dazu. Was machst du? Stromruder, was machst du? Wie? Ich verstehe naja, die Frage nicht. Naja. Also, was bastelst du in der Werkstatt, was man da sieht? Ich kann mich da gerne mal nach hinten. Da hinten steht zum Beispiel ein alter Marshall, der gerade repariert wird von mir. Und ja, ich baue halt Gitarrenverstärker in feinster Röhrentechnik, handverdrahtet. Und ja, große Leidenschaft und habe das doch etliche Jahre beruflich machen dürfen. Und ja, jetzt ist es halt ein gutes Hobby momentan. Sehr lässig. Sehr lässig. Gitarrenverstärker. Ja, ich habe ja einen Stehen, also ich habe ein paar E-Gitarren und einen Gitarrenverstärker, aber ich spüre fast nie drauf, weil ich echt zu faul bin, dass ich da mal das anstecke. Also wirklich, mir geht es nur um das. Das ist eine Akustikgitarre, die nehme ich oben von der Wand und spiele. Ja? Und alles andere, ich weiß nicht. Aber bei allem anderen bin ich ein bisschen faul. Ja, was soll ich das sagen? Was soll ich das sagen? Na, man muss das mehr in den Tagesablauf integrieren, nicht? Ja. Nehmen wir eine Kaffeemaschine einschalten, gleich mal in den Verstärker einschalten. Na gut, ich hab ja jetzt einen aktuellen Transistor. Ich hab ja einen, weil mein Röhrenverstärker steht ja wo? Ja, der steht da immer bei mir. Kannst du dir ja sagen, ist der irgendwo sichtbar oder ist der gerade irgendwo verrammt? Ja, der ist im anderen Zimmer drin, da wüsste ich. Eieiei. Der ist gerade nicht griffbereit, leider. Nicht griffbereit. Das war jetzt was gewesen. Hätte ich den Verstärker gehört sagen, ja. Nein, weil auf den freue ich mich total. Und ich kann mich erinnern, wie ich die Wohnung in Otterkring hergegeben habe. Da warst du gerade so ein bisschen so im Fertigwerden mit dem Verstärker. Und ich habe gesagt, nein, noch nicht, ich habe keinen Platz. weil ich alles irgendwo unterbringen habe müssen, bis ich da meine Klause bezogen habe, respektive dann das Haus in Fürisdorf von meinem Onkelein. Und da habe ich mir gesagt, erst, bitte nicht, weil man braucht einen Platz. Und das ist schon, also diese Röhrenverstärker, die, man, klar sind es nicht, Punkt A, Punkt B, ist nicht schwer. Warum ist das eigentlich so, dass die Röhrenverstärker so schwer sein müssen? Ja, das Gewicht kommt hauptsächlich, also je nach Leistung und Ausstattung natürlich, aber das Hauptthema sind einfach die Trafo. Also ich brauche einfach einen Netztrafo und einen Ausgangsübertrager und okay. Die machen einfach das Hauptgewicht aus. Ne? Weil große Eisenkerne und dazu brauche ich natürlich auch noch das Gehäuse dazu, dass diese Trafos tragen kann und wenn ich dann noch den Lautsprecher in einem Gehäuse habe, dann wird das natürlich noch schwerer, weil ich brauche dann noch ein Holzgehäuse rundherum, der Lautsprecher.
Wird immer schwerer. Ja. Wird immer schwerer. Ja. Und somit, somit hat das ein bisschen ein Gewicht, aber viel Eisen macht Gutes, einen guten Ton. Natürlich. Vielleicht kommt von da der Begriff Heavy Metal. Kann das sein? Wäre möglich. Ja, na, wär möglich. Ist eine interessante Theorie, ja. Also die hat ja schon was für sich. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du sag mal, gibt es das nächste von den Brüdern? Geht's auch gut? Ja, die geht's gut. Der hat das Geburtstag gehabt am 2. November. Richtig, wir haben ihn ja gratuliert, weil die Pavlatsch am 2. November war ja live, genau. Ja, genau. Aber er also, hat sich in der einen Woche nicht viel da, sagen wir mal. Nein, also, dass er älter wurde. Ja. Es hätte ja sein können. Das ist, ich denke gerade irgendwie sehr, 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 sehr belustig darüber nach. Der Patrick könnte mir helfen bei diesen technischen Dingen. War halt recht legendär. Ja, frag ihn einmal, da hilft das sicher. Nein, lieber nicht. Weil, so. Heißt, jetzt weiß ich gar nicht, sagst du mal, kommentiert jemand was oder sehe ich das da nicht? Das ist alles ein bisschen. Das habe ich da versucht, jetzt anders zu machen und aus. Alles daneben gegangen. Alles, also technisch natürlich nur. Und ich habe dich eh angekündigt, Oliver, dass du quasi so ein Versuchskaninchen bist. Ne? Das habe ich dann schon ein schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich dann schon so ein schlechtes Gewissen, ne? Dass ich die immer noch heranziehe, wenn ich irgendwas ausprobiere. Aber. Am Handy kann ich ja nachschauen, auf meinem YouTube-Kanal, versteht, ob da andere Kommentare sind, als was ich da lesen kann. Weil ich glaube, das irgendwie das hängt, das Ganze. Ich glaube, das hängt. Okay. Das heißt, also wir sind schon live. Wir sind schon live, so wie es ausschaut. Ach so. Aber ich habe aus irgendeinem Grund keine, wie soll ich sagen, keine, sagt man da? So. Leise. Nein, so ist auch nicht mehr. Nein, die Leute schreiben einfach nichts. Alles klar. Naja, das heißt, es interessiert keinen vielleicht. Ne? Das kann ja auch sein. Das kann sein. Aber es ist ja wirklich, ich muss ja dazu sagen, aber es ist ja so, das ist nicht schlecht, solche Geschichten. Kommt schon was. Hier hängt es nicht, der Markus Volker, schau. Man braucht nur irgendwas sagen und es wird sofort geantwortet. Dankeschön, Markus. Aber es ist interessant, weil ich krieg's wirklich. Da, also weil das ist jetzt eine Software-Geschichte und da mache ich das so über diese Sachen und das ist total, wie soll ich sagen, das hat alles immer, das hängt alles hinten nach und was weiß ich, was alles und ich bin jetzt kein großer Techniker, auch nicht, wie du weißt, und dadurch ist das alles immer ein bisschen schwierig und vor allem, wenn man das parallel machen will. Nicht? Und jetzt ist es so, dass der beste Weg für solche Dinge immer der ist, das einfach zu machen. Ja, einfach zu tun und siehst du, zum Beispiel hört die schon wieder nicht mehr, aber ich weiß genau, warum das ist oder was ich machen muss. Aha. Ja, jetzt höre ich die. Jetzt höre ich wieder. Jetzt hörst du mich. Ja, vielleicht sollte ich weiß ja sofort, was ich tippen muss. Nein. Aber ich weiß ja, was ich da anklicken muss. Nein, aber man muss es wirklich ausprobieren und viele Leute haben nämlich Angst davor, solche Dinge zu machen. Nicht? Und jetzt ist der Punkt der, als Trockenübung könnt ihr das nie machen. Das ging halt nicht. Weil ich sehe, jetzt funktioniert es aus irgendeinem Grund nicht da auf Facebook, keine Ahnung warum. Aber es funktioniert nicht, wenn es so ist. Machen wir jetzt so weiter. Ich habe das irgendwie versucht hinzukriegen, geht halt nicht. Aber das andere, man muss das immer so ein bisschen ausprobieren und man muss das halt eben nicht trockentrainingmäßig machen, sondern live. Und das ist, glaube ich, ist einfach eine Sache, das trauen sich viele Leute nicht, sollten sie aber, weil dadurch lernst du am besten, wie das funktioniert, wie das geht und dann lernst du durch die Fehler. Ne? Und klar, ich meine, und der Vorteil ist, wenn man jetzt natürlich die Leute fadisiert, ist natürlich blöd, auf der anderen Seite, man muss ja nicht zuschauen, ne? Also wenn es wirklich dann ins arge Chaos stürzt, naja, dann traut man halt wieder an. Ne? Aber ich finde, es geht nur, wenn man es live macht. Ich weiß nicht, die Zuschauer, was die dazu sagen, übrigens, ich könnte jetzt auch live reinkommen. Also es müsste nur an, wenn einer will, braucht es nur irgendwie schreiben und dann kriegt er von mir schon einen Link und kann da dazu einer. Zusätzlich, also mit Kamera und allem drum und dran. Geht übers Handy, Smartphone. Oliver, du machst es jetzt auch über das Smartphone, ne? Ich mag es auch über das Smartphone, genau. Ja. Du, der Motor B King Austria, apropos Gewicht,
Hab dich in einem Video gesehen, Zonka Ausfahrt 2020 beim Heurigen. Da hast du eine fesche Motorradkombi angehabt. Welche Marke hast du da und wo kaufst du solche Übergrößen? Was heißt diese Übergröße? Alter! Das ist ja so ein Wahnsinn. Wo kaufst du solche Übergrößen? Na, der ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Daumen hoch, definitiv. Definitiv. Na, die Marke ist, glaube ich, Ricker. Kauft habe ich es in Wiener Neustadt beim Bike Experts. So. Ist nicht einmal Werbung, glaube ich, nicht, weil ich habe es ja gezahlt. Nicht? Muss man nicht einmal als Werbung kundtun oder markieren. Aber ich glaube, Ricker oder Riha, so irgendwie heißt die Marken. So ein Sommer. So ein Sommer. Eine Hosen oder Jacken halt dazu. Nicht? Ja. Ist aber, glaube ich, keine Übergröße. Ist, glaube ich, einfach nur Doppel-X. Glaube ich. Das war schon. Wo kaufst du solche Übergrößen? Oder was sagst du? Ist ein Wahnsinn, oder? Das ist eine untersetzte Größe, kannst du sagen. Ja, das ist aber das Hauptproblem. Bei Motorradfahren, das ist das Hauptproblem. Jacken überhaupt nicht, aber bei Hosen. Kurzgestellte Hosen. Weißt du, wo du klar und platt bist, was meines Wissens nach oder meiner Erfahrung nach 99% der Menschheit ist. Ja? Kurzgestellte Hosen. Oder? Chancenlos. Ja, dafür gibt es übrigens Slimfit. Ne? Schau, ja, Slimfit. Auf Slimfit wird es schießen. Ja, das ist nicht Wahnsinn. Der größte Plätze überhaupt, was man erfinden hat können. Also Slimfit ist wirklich eine Sauerei. Also die Erfindung Slimfit gehört für mich zu den üblen Machenschaften des 21. Jahrhunderts. Vollkommen richtig. Der Motor Picking sagt schon, ich habe Bauchgröße 32. Danke für die Info, ich habe Stadler aus Bayern. Weil das mit der Größe ist echt ein Problem. Ja, das stimmt wirklich. Also gerade wenn man Wampel hat, ist das echt schwierig. Der Harry Schnellerfonte, der ist nicht zu mir recht netter. Grüß euch, Klausi, der kurze Bart macht dein Gesicht runter, jetzt passt der Kopf zum Körper. Oliver, was will das sagen? Meine Arbeit. Ja, aber sie machen es halt ehrlich, nicht? Sie sind ganz ehrlich zu dir. Ich glaube, du sagst, sie machen es gut. Das ist ein Wahnsinn. Nein, da brauchst du keine Freundschaft, wenn es einer gut war mit dir. Ehrlich. Das ist richtig. Ja, ist ja Wahnsinn. Untersetzte Größe, sagt der Ulrich. Ja, genau. Nein, das ist natürlich. So, warum das Facebook nicht geht, das ärgert mich jetzt fast ein bisschen. Aber das ist der Punkt. Soll ich noch weiter schauen, warum das nicht geht? Ob ich es noch mit zusammenbringe vielleicht? Ich meine, ich weiß, das ist für euch ja nicht spannend, aber pass auf, ich mache das und schalte die groß, Oliver. Aber vielleicht zielführend. Ja, eben. Ich möchte es probieren. Schau mal, ob es geht. Aber Oliver, ich schalte dabei groß und möchte von dir was wissen, nämlich, was die aktuelle Zeit ist, natürlich Corona-Zeit, Lockdown und Co. Wie spürst du erstens jetzt einmal beruflich, was du machst? Ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen willst, was du machst oder so, aber ich sage jetzt einmal im Allgemeinen. Beziehungsweise auch, spürst du das auch in der Musikszene und du bist ja recht verbunden, mehr mit in der Musikszene drinnen als ich eigentlich. Und was sind so deine aktuellen Kenntnisse in dem Bereich? Das war eigentlich ganz interessant und da kann ich mit einem Urwaschel hüchen und mit einem anderen schauen, ob ich das mit Facebook hinkriege. Gib mir das ja, so machen, das würde mich interessieren. Ja, probier mal aus mit Facebook. Ja, die Frage vom Klaus war mal, was mache ich denn sonst so beruflich und wie merke ich das? Also mein Brotjob ist, ich bin in einem großen Träger in Wien für Kindergärten tätig. Bin dort in der Instandhaltungsabteilung, habe dort diese Abteilung über und ja, versuche halt mit meinem Team den Betrieb aus technischer Sicht zu halten. Ja, diese Lockdown-Zeit haben wir gemerkt, dass wir Arbeiten komplizierter durchführen. Also sie sind jetzt genauso viel wie früher, ja, teilweise sogar noch mehr. Die Kindergärten haben ja offen, die haben auch über den ersten Lockdown größtenteils immer offen gehabt, auch weil es von den Medien teilweise halt nicht, leider Gottes, nicht so kommuniziert wurde. Man hat halt nur manche Kindergärten geschlossen, wenn es halt wirklich dort mehrere Fälle gegeben hat. In der Musikbranche merke ich es halt fast stärker, auch von meinen Freunden, auch von euch, von Klaus, gell, und 16 von den Auftritten her.
Also das ist ja sowieso quasi zusammengebrochen, kann man ja sagen. Ne? Und man hört zwar immer wieder von Veranstaltern oder von Musikern selbst, nur es hängt eine komplette Wirtschaft dahinter noch. Also das fängt an wirklich von Technikern, von Tontechnikern, von Zulieferern, von Caterern. Ja? Also ja. Die haben wirklich einfach keine Aufträge jetzt. Ne? Und das habe ich jetzt schon massiv gemerkt von Freunden, mit denen ich jetzt gesprochen habe. Manche sind sehr kreativ geworden, so wie ihr zum Beispiel. Nützen Medien oder machen halt Live-Konzerte via Twitter oder YouTube vor allem. Ne? Ja. Und das hat mir schon irgendwie gefallen, dass sie jetzt doch nicht alle so ins Boxhorn jagen lassen. Ob das jetzt die große Chance war oder Chance ist, dass man da vielleicht ein bisschen umdenkt in der Gesellschaft, weiß ich nicht. Also das fehlt mir generell ein bisschen. Ja. Ich habe dann eher das Gefühl, dass eigentlich das einzige Thema ist, wie kommt man wieder in irgendeine Normalität zurück, dass man sich überlegt, wie macht man es generell anders. Ja, aber wirtschaftlich glaube ich das schon, dass da sehr viele doch jetzt in sehr prekären Situationen sind. Also schon, gell? Also das ist spürbar. Das merke ich auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin wirklich auf der Insel der Seligen, das gebe ich ganz ehrlich zu, mit meinem Job. Aber auch jetzt nicht nur Musiker, nicht? Wenn du es jetzt andere anschaust, die jetzt in Kurzarbeit sind und ein bisschen habe ich bei manchen das Gefühl, bei manchen Firmen, vor allem je größer und finanziell besser aufgestellt sind, desto mehr wird dieses System plötzlich ausgenutzt. Ne? Mhm. Weil jetzt sagen doch, ich glaube, manche Firmen wirklich, naja, jetzt geht das eh seit 6, 7, 8 Monaten so und ja, wozu brauchen wir so viel Leute eigentlich? Ne? Ja, das ist natürlich. Das ist und somit belässt man sie weiter in der Kurzarbeit. Nicht? Das heißt, es müssen weniger Personen dasselbe Arbeitsbett zum Umsetzen. Mhm. Also das habe ich auch mehrmals schon gemerkt. Ne? Mhm. Dass mir Angestellte sagen halt, na, also wir merken gar nichts, dass wir weniger Aufträge hätten. Es ist einfach komplizierter mit Maske halt und Abstand. Und es werden einfach weniger Leute eingestellt, weil die Quadratmeter fürs Personal nicht da ist. Aber die Arbeit muss gleich gemacht werden. Ne? Und schickt man parallel die anderen in Kurzarbeit. Also ja, da, ja. Glaube ich, wird durchaus ein bisschen Schindluder getrieben. Ja. Das nicht ja, alle, nicht alle. Ja, ja, na klar. Klar. Aber, ja. Aber ich glaube, dass da durchaus ein paar das sehr, sehr ausnutzen. Das glaube ich auch, ja, das glaube ich. Du, also erstens, mit Facebook geht scheiße drauf, das lassen wir. Ja, da gehe ich ganz kurz einmal auf die ein paar Kommentare da kurz ein. Ja. Der Harry Schnellerfonte sagt natürlich, er hätte es nie gesagt, wenn wir uns nicht kennen würden. Ein Bussi schickt er mir und ich schicke ihm ein Bussel zurück. Natürlich. Du weißt ja nicht, was sich liebt, das neckt sich. Ne? Vollkommen richtig. Gilt ja nicht nur für die innigen Liebespaare, sondern auch für die Freunde. Ne? Das muss man nicht immer sagen. Und die Daniela Schlögl sagt es natürlich, ne, für Frau ist mit Motorradbegleitung noch schwerer, ist klar. Der Hubert Hinkofer war Motorradfahren zwischen 2 und 18 Grad, alles dabei, bis der deppert. Ja, ich habe heute mein Motorrad in die Garage eingeführt und morgen werde ich sie fürs Überwintern vorbereiten. Ne? Und der Franz Brandwein braucht bald eine Schwangerschaftskombi. Ja. Ja, schau, da habe ich schon erfunden. Ich beliefere mehrere Firmen. Ein deutscher Konzern hat die österreichische Niederlassung einfach aufgelassen. So geht das, ja. Das ist natürlich auch. Also ich glaube, in der größeren Geschichte wird man das auch noch stark spüren. Und ja, das ist natürlich eine Sache. Klar, wir spüren es auch extrem. Wir versuchen halt irgendwas anderes zu machen. Das ist schon richtig. Und probieren es. Ich merke das auch bei einigen Künstlerkollegen, die das versuchen. Aber ehrlich gesagt, beim Großteil jetzt von denen, die ich das mitkriege, beim Großteil sicher eigentlich nur Lethargie. Mhm. Sicher das falsch? Also von den Künstlern jetzt, ja, die ich mitkriege. Also die einfach da stehen und nicht wissen, was tun sollen und jetzt da sitzen und eigentlich auch nichts tun. Oder täuscht mich das? Puh, da hast du sicher mehr Einblick. Also es machen schon etliche, also die halt kennen, die versuchen doch halt via YouTube und
und Live-Schaltungen doch was zu machen, aber natürlich wird sicher der Großteil des Raunzen halt wieder gefunden haben. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen, ich sag mal, in der Branche mäßig unterschiedlich, in welchem Bereich man in der Musik da jetzt tätig ist. Ne? Wahrscheinlich. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also vielleicht die eh immer so ein bisschen so halt kämpfen müssen, weil sie eher in einem Nischenbereich sind, die machen, glaube ich, einfach weiter. Und die vielleicht vom Erfolg verwöhnt waren, die ranzen vielleicht ein bisschen mehr, könnte ich mir vorstellen. Das könnte sein, ja. Ich hab noch eine zusätzliche Theorie zu dem Ganzen. Und zwar, ich habe das überhaupt, also nicht in der Musik, sondern überhaupt in Österreich beobachten können, dass der Künstler, egal jetzt in welchem Bereich, dass der Künstler eigentlich in Österreich dazu, wie soll ich sagen, eigentlich sich selber in eine Ecke stellt, wo er eben der Künstler ist, aber mit PR und Marketing und Verkauf nichts zu tun hat. Im Unterschied jetzt zum Beispiel zu amerikanischen Künstlern, die das lernen, also die jetzt auf irgendeiner Universität das machen, die werden in erster Linie ausgebildet im Verkauf und im Marketing und PR. Und bei uns in Österreich oder vielleicht sogar in Europa, ja, in dieser alten Welt, habe ich so einen Eindruck, da herrscht so die Idee, der Künstler, der muss der Künstler sein und darf mit Verkauf oder sowas gar nichts tun haben. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, weil ich beobachte es wirklich stark, also vor allem auch in der Nichtmusik, Malerei, Bildhauerei und so weiter. Das sind die Künstler, die erschaffen und dann rennen sie sich auf, weil sie nichts verkaufen, anstatt dass sie sich darum bemühen, etwas zu verkaufen. Weißt du, was ich meine? Also diese Verbindung zum Geschäftsmann, wenn man so will, die ist bei uns überhaupt nicht gegeben. Und ich glaube, das merkt man dann da auch irgendwo. Wobei natürlich jetzt hier nicht verallgemeinert, um Himmels Willen, und eben schon gar nicht bei Musikern, weil ich glaube, gerade bei Bands ist es schon so, dass die zu einem großen Teil sehr stark daran interessiert sind, sich eben zu verkaufen, ja, ihre Musik an den Mann zu bringen. Aber das ist schon irgendwie so ein Charakterzug oder ein Vorgehen, das mir aufgefallen ist, dass eben in unseren Breiten der Künstler nichts mit Geld zu tun haben will, also außer dass er Geld haben will, aber jetzt nicht mit dem Verkauf und Marketing, sich zu überlegen, was mache ich, wie könnte ich meine Kunst publik machen. Ja, manche sagen sogar, um Himmels Willen, die darf gar nicht so publik werden, weil sonst könnte ich ja ein erfolgreicher Künstler werden, und das ist in Österreich ja ganz schlecht. Ne? Also das, ich kann mich erinnern, einmal vor Jahren, ja, beim Amadeus Award, da haben damals die Gruppe Mondscheiner, was dem mit Manuel Rube, ne? Ja. Die haben damals einen Award gewonnen und waren zu dem Zeitpunkt bei einem Major-Label unter Vertrag. Also Unterschied Major und Independent-Label ist ganz einfach, ein Major-Label ist einfach ein großes Label, Musik-Label, wo halt mehr Geld im Umlauf ist, als bei einem Independent-Label. Und bei der Dankesrede, ich weiß nicht, ob es der Manuel selber war oder eben andere von den Mondscheiner, haben sie sich quasi, nicht entschuldigt, aber so fast ein bisschen vorsichtig eingefügt, dass sie halt jetzt bei einem Major-Label sind. Also quasi, sie gelten jetzt nicht mehr als die Künstler bei den Künstlern, weil jetzt sind sie bei einem Major-Label, jetzt sind sie schon bekannt und verdienen schon was. Und das ist quasi bei den FM4-Typen irgendwie voll Gaga. Ne? So, also das ist wirklich so. Und natürlich folge ich mal schwachsinnig. Weil warum mache ich Kunst? Wenn ich es nicht verbreiten will. Nicht? Und ich glaube, das ist schon ein Manko bei vielen Leuten, dass die einfach nicht wollen oder auch gar nicht den Sinn oder gar nicht die Idee haben, ihre Kunst oder ihr Kunstwerk zu verkaufen. Wie siehst du das? Ich lese da weiter wieder. Nein, da hast du sicher recht. Und ich glaube, das größte Manko bei der ganzen Geschichte in dieser Branche, jetzt nicht nur bei Musik, ist es schlicht und einfach der Neid. Ich glaube, das ist einfach ein Künstler, der davon leben kann, der ist wahrscheinlich kein Künstler, sondern macht dann diese Kunst, ich kenne es halt von aus der Musikbranche, ja. Der macht dann die Musik, die quasi keine Kunst mehr ist, weil es ein Mainstream ist, und leben davon, und somit werden die schon einmal irgendwie schief beäugt. Ja. Oder er kennt halt viele Leute, die wo er halt sich selbst anbietet, und darum kriegt er für Auftritte. Das höre ich auch immer wieder. Aber ja, andererseits kann man sagen, der Erfolg gibt denen allen recht. Und die anderen sind nur Neider. Es wird irgendwie
die Wahrheit in der Mitte liegen, sage ich einmal. Ja. Das glaube ich auch. Gerade der Neid und dieses, wie soll ich sagen, dieser über Jahrzehnte lange aufgebaute kulturelle Minderwertigkeitskomplex, sage ich einmal. Ja. Ich glaube, ja, dass der sehr ausgeprägt ist in Österreich. Ich glaube, da sprichst du was Richtiges an. Ja. Das muss ich nochmal durchdenken, diese Aussage, aber ich halte für ziemlich gut. Ja. Pass auf, zunächst mal der Dieter ist natürlich herzlich willkommen. Habe die Ehre, so untergekriegt, darf ich mich mit Kaffee auch dazu gesellen? Dieter, du musst natürlich geradezu. Und wir freuen uns, dass du dabei bist. Der Harry Schneider-Fonte sagt, Picasso war so ein Selbstmarketing-Genie, richtig? Ja. Und der Markus Volker sagt, was auch richtig ist. Das gilt aber generell bei uns. Geld verdienen ist unanständig. Ja, das ist sicher mit. Also das ist kein Künstlerphänomen, das ist schon richtig. Ja. 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 Aber bei Künstlern sieht man es halt, weil das natürlich, weil da nochmal dieser Faktor dazukommt, eben der Nimbus des Kreativen, des Künstlers. Ja. Und das, wie gesagt, du hast es schon richtig gesagt, mit dem Neid. Und mit der Selbstsicherheit oder dass man sich seiner eigentlich bewusst ist. Ne? Das fällt ja ganz gewaltig. Und ich habe schon, weil du gesagt hast, auch die Wahrheit liegt in der Mitte, das glaube ich auch, weil ich hab schon einige Künstler auch kennengelernt, die eben eher Vermarktungsgenies sind, die das sehr gut machen, deren künstlerisches Schaffen tatsächlich meiner Meinung nach nicht gut ist, also auch handwerklich, also einfach jetzt objektiv gesprochen, gar nicht einmal subjektiv, sondern objektiv, und wo ich mir auch gedacht habe, bis der Deppert, der verkauft sich einfach nur, aber der hat wirklich keine Selbstreflexion, dass der merkt, dass er, weiß ich nicht, falsch singt, schlecht singt oder sonst was, also ich will da nicht über die herziehen, aber ja. Nein, jetzt, aber vielleicht vielleicht kann man das so sehen, dass das Marketing und das Vermarkten ein Teil der Kunst ist, ne? Ja, das kann man nicht hersehen. Und ich glaube, dass halt manche Künstler gerade im deutschsprachigen Raum ein bisschen das Problem haben, das Thema Geld verdienen. Es wird teilweise halt gewisse Systeme kritisch beäugt, aber wenn ich aus diesem System, was ich jetzt mit meiner Kunst quasi kritisch angreife, nehmen wir so einmal, daraus aber eigentlich mit Lebensunterhalt gewinnen soll, dass das dann nicht zusammengeht, das ist für mich auch verständlich. Mhm. Dass da eine Absolut. Diskrepanz irgendwie mit der eigenen Persönlichkeit, glaube ich, einfach dann ist, wird es natürlich schwierig. Nicht? Wenn ich ein System anprangere und daraus ich dann aber den Erfolg eigentlich messe, ja, dann wird es schwierig. Ne? Das stimmt. Wir begrüßen herzlich Roman Buchter, freut mich, dass er dabei ist. Ja, Mutterbeking, die habe ich nicht vergessen mit den Röhrenverstärker, da kommt dann noch eine Frage. Aber jetzt bleiben wir mal kurz bei dem Thema drinnen. Der Franz Brandwein sagt da, ich bin seit einem Monat der anständigste Mensch der Welt. Ich verdiene nichts. Franz Brandwein, willkommen im Club. Aber klar, als Fiaker stehst du natürlich jetzt de facto wirklich allein. Schau, ich muss auch mein Tiramisu hernehmen. Mein Munkelein hat ein Tiramisu gemacht und wenn wir schon nichts verdienen, dann haben wir wenigstens was zum Speisen. Ist es unhöflich, wenn man da jetzt im Livestream was isst? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich finde nicht. Ich finde auch nicht. Warte, ich muss schauen, ob ich da Hecher fahren kann. Oh ja, schau, ein bisschen Hecher. So. Oh, ja. Das heute alles ruhig. Bist du gescheit? Was war das jetzt? Ich bin auch duscht. Was habe ich ausgeschüttet? Erst, bist du gescheit? Ein Wasser. Warte mal. Das habe ich davor, ne? Nein, alles kein Thema. Alles kein Thema. Ein Wasser im Kölner ist blöd. Ja, du, der Markus Volker schreit, hau rein, ja. Aber das passt jetzt wirklich, weil jetzt habe ich wirklich eine gehabt. Ich glaube, alles ausgeschüttet, aber es ist nur Wasser. Keinen Wein verschüttet. Der geht auch noch hoffentlich. Geht auch noch, na bitte. Vorsichtig zufahren, Tiramisu auffassen und weiter geht's. Ja. Der Roman Bucht ist mit einem Kaffee schon dabei und hat schon gesagt, der Mutterbeginn gesagt, okay, es ist echt live. Ja, es ist wirklich live. Wir sind wirklich live, wenn auch nur auf YouTube, nicht auf Facebook, weil das haut halt nicht hin. Warum auch immer, diese Doppelgeschichte, aber wurscht. Wir bleiben da. Na, Oliver, es ist wirklich so, dass ich mir das so gedacht habe, ein Beispiel, ich bringe ein Beispiel. Meine Mama. Ja? Meine Mama war auch immer Künstlerin, du kennst das eh. Immer so nebenbei, hat Malerei und Bildhauerei und was auch immer, Skulpturen, alles Mögliche.
Und die hat irgendwann einmal so eine Vernissage gemacht und hat sie jetzt wirklich sprichwörtlich den Arsch aufgerissen, dass das auch wirklich, dass da was weitergeht. Ja? Also dass da Leute kommen, viel Leute und so weiter. Und war da echt aktiv dahinter und es war dann auch so, es sind auch viele Leute gekommen und es haben auch viele Leute was gekauft. Und jetzt haben da so Kolleginnen, ich sage jetzt bitte nicht abschätzig gemeint, aber nur um sich das so vorzustellen, weißt du, so klassisch die Hausfrau von damals, nicht? Das gibt es ja heute so in der Form gar nicht mehr, aber so, wir reden jetzt da so von den 90er Jahren, Anfang 2000er Jahren. So, die Hausfrauen, die halt auch schön arbeiten am Kennen, also die Kunsthandwerk durchaus konnten. Und die haben sich gedacht, pass auf, wenn in Klausi seine Mama das macht, dann kann ich das auch machen und haben auch so Vernissagen veranstaltet und haben es halt, ja, einen der Familie gesagt, den Freunden. So, ne, dem Näheren. Und da sind halt ein paar gekommen und natürlich, ja, haben wir halt auch nichts verkauft. Und meine Mutter, die hat immer gesagt, das versteht sie halt, warum die nicht Gas geben und einfach schauen, dass viele Leute kommen. Das hat sie nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe es auch nicht. Aber das ist so ähnlich. Also diese Idee, naja, da mache ich jetzt eine Vernissage, da schreibe ich, das war ja eigentlich noch vor Social Media, ja, da hänge ich ein Plakat wo auf, ne, und sage es meinen Freunden und sage, bitte sagt es weiter. Das war die komplette Marketingstrategie, ist natürlich jeweils total daneben gegangen. Nein. Und das ist irgendwo heute noch immer genauso. Und gerade heute, wo das so einfach war, mit Social Media und dem ganzen Drumherum, es ist heute wirklich nicht mehr schwer, ohne Kosten. Du brauchst keine Plakate mehr, du brauchst jetzt nicht mehr Aufhänger, großartig. Du brauchst ein bisschen Zeit am Computer, mehr brauchst du nicht. Und du kannst dich zumindest damit ganz gut vermarkten. Und ich verstehe nicht, warum das so wenig Leute machen. Ich mache es nicht unbedingt gut, ja? Aber so wie wir am Anfang gesagt haben, ich probiere es und ich lerne halt immer ein bisschen was dazu und ich mache es und irgendwie geht es dann schon. Und ich sage jetzt einmal, der Erfolg der 16er Buben spielt da sicher oder ist da sicher ein Zeichen dafür, dass es nicht so falsch ist, was wir machen. Wahrscheinlich könnte das schneller gehen, ja, wenn wir es richtig machen, aber oder richtiger. Aber ich denke mir einfach so, wie man, ja, wir versuchen zu wachsen mit dem Ganzen. Aber eins ist klar, dass das Wienerlied zu spielen, jetzt bei den 16er Buben, das ist der geringste Zeitaufwand. Das ganze Geschäft, was uns ausmacht, das ist eigentlich zu 90% oder 80% ist das Marketing, PR und dergleichen. Weil sonst bringt es ja nichts. Ich kann ja niemandem was vorspielen, wenn keiner da sitzt. Außer im Lockdown. Da schon. Aber sonst nicht. Und das beobachte ich schon ganz stark. Also diese Hausverstandsunfähigkeit. Weil wie gesagt, ich bin ja kein Marketer oder PR-Fachmann. Aber mein Hausverstand sagt mir, dass ich das ja irgendwem sagen muss, dass man wo spülen zum Beispiel, nicht? Oder dass es uns gibt, weil sonst, wie soll der auf uns kommen? Oder? Ich meine... Ja, das ist richtig. Gut. Du, pass auf, jetzt haben wir da eine Fachfrage an dich. Ja genau, Familie, Freunde kommen aus Höflichkeit, das war es, ja. Und die kaufen da selten was an, nicht? Also außer die Mama. Ja. Der Dieter ist mal meines guten Tiramisus neidig. Wenn sie kein Brot haben, gebt ihnen einen Kuchen. Ja, habe ich schon gefunden. Das ist quasi ein in Anlehnung an Marie Antoinette, glaube ich. Ne? Die, ja. die auf die Aussage geantwortet haben, so also wie der Berater sagt, die haben nichts zum Essen, die haben kein Brot und nichts. Ne? Und sie hat dann darauf gesagt, dann sollen sie einen Kuchen essen. Aber diese Weltfremdheit... könnte man durchaus in der heutigen Politik auch schon finden. Aber lassen wir das lieber aus. Das Politisieren. Ich bin nicht lauwarm. Also sag bitte Motorbiking. Jesus, nein. Ja, nicht B. Jesus, nein. Motorbiking. Ja, nein, Harry Schellefonte. Klaus, ich bin schockiert. Ihr seid gar nicht so gut. Ihr vermarktet euch nur gut. Frechheit. Naja, Marketing. Ich meine, hoch dir das auf, was wir zusammenspielen. Fast immer ein Förder drinnen. Es ist so. So, aber jetzt zur Frage vom Motorbiking. Motorbiking Austria. Werkstatt. Röhrenverstärker. Kannst du bitte einen kurzen Überblick geben, wie sich das mit den Röhren verhält? EL84, EL34 etc. Was sind da die Unterschiede? Wie wirkt sich das auf den Sound aus? Das ist eine Fachfrage für den Oliver.
Eine Fachfrage. Die ist nicht einmal so kurz und so einfach zu beantworten, muss ich gestehen. Weil ein EL84 und EL34 sind zwar komplett unterschiedliche Endstufenröhren, werden beide als Pentoden betrieben, kommt jetzt darauf an, wie die Schaltungsumgebung ist. Die EL84 ist einfach eine kleinere Leistungspentode, die weniger Leistung bringt, braucht man dazu auch weniger, also einen kleineren Trafo und so weiter. Die EL34 ist eine relativ große und starke Pentode, die kann man mit einer Notenspannung bis über 800 Volt betreiben, kriegt man sehr viel Leistung raus. Wie sich das jetzt soundlich vergleichbar macht, ich kann ja die zwei eigentlich in einer üblichen Schaltungsumgebung, kann ich es nicht wirklich austauschen, ja? Weil die anderen Sockeln haben, die einen haben einen Novalsockel, also mit 9 Pins, der andere einen Oktalsockel, die EL34. Schauen, ob ich da vielleicht sogar noch irgendwo sowas habe, dass man die zwei herzeigt. Das können wir nachher noch machen. wie gesagt, also klar nicht direkt vergleichbar sind sie nicht, weil sie auch nicht wirklich austauschbar sind, der EL84 zur EL34. Wenn man sie bei Getanverstärkern vergleichen möchte, was es am Markt gegeben hat, also der klassische EL84-Verstärker, das war in den 60er Jahren dieser Vox AC30 und AC15 und AC10 aus England. Die EL34 kennt man eben von Marshall-Verstärkern. Also mal ab 45, 50 Watt aufwärts hat man dann diese EL34 verwendet, die einfach einen größeren Headroom gehabt haben. Das heißt, die haben mehr Leistung geboten, haben größere Boxen antreiben können. Die EL84 geht natürlich früher in die Sättigung, weil ich einfach lauter aufdrehen muss, um dieselbe Lautstärke zu erreichen. Wird gerne in einer Class-A-Schaltung oder Gegenkopplung verwendet, gerade wie dieser Vox AC30. Wirklich direkt vergleichbar sind sie somit nicht. Meine, es gibt Schaltungen, wo man dann mit Röhrensockeladapter dann auf EL34 Verstärkern diese EL84 draufstecken kann, um eben die Leistung zu reduzieren und einen frühen Sättigungsanteil in der Endstufe zu haben, damit ich den Verstärker nicht so laut aufdrehen muss. Weil mittlerweile darf man ja auch nicht mehr laut Gitarre spielen, somit muss man mit der Leistung runter. Also da gibt es solche Geschichten, wo man dann auf einen EL34 Verstärker dann mit diesen Röhrensockeladaptern EL84 draufsteckt. Und klingt aber dann auch nicht wirklich wie ein EL34-Verstärker und nur leiser, sondern er klingt wirklich anders. Weil natürlich die ganze Schaltungsumgebung dazu auch nicht passt. Ne? Also Oliver, ich muss schon auch sagen, ich habe jedes Wort verstanden, aber definitiv nichts von dem, was du gesagt hast. Das ist gigantisch. Aber der Motorbiking Austria, der hat schon verstanden. Und fragt aber jetzt noch, aber wie kann man jetzt mit den Röhren den Sound beeinflussen? Oder war das da jetzt eh drin in der Antwort? Na, es ist die Frage, also, dass man einer Röhre einen gewissen Sound nachspricht, das hat sich ein bisschen so in dieser Branche entwickelt, stimmt aber so nicht, weil die Röhre an sich ist abhängig von der Schaltungsumgebung. Ne? Es gibt gewisse klassische Schaltungsdesigns, ne, die sich in den Jahrzehnten entwickelt haben, die wir vom Hören her gewohnt sind. Und darum sagt man, es gibt diesen englischen Sound, den amerikanischen Sound, es gibt den EL34-Klang und den EL84-Klang. Prinzipiell, wenn ich sage, ich hab halt gern einen kleineren Verstärker, wo ich gerne mal in die Endstufensättigung komme, dass dieses Mittenbild, sage ich mal, sehr, sehr rund und fett rüberkommt, ohne dass ich sehr laut auftreten will, kann ich mir eher natürlich einen EL84-Verstärker vorstellen. Der hat im Mittenbereich eher so ein bisschen so einen bröseligen Charakter, was viele gern haben. Ja? Wenn ich sage, ich mag eher viel Headroom haben, dann verwende ich eben starke Pentoden, wie eine E34 oder auch eine amerikanische 6L6. Man kann dann raufgehen bis zur großen Karte 88 Röhren.
die betreibe ich dann mit relativ hohen Anodenspannungen und habe dort kaum Sättigungsfärbungen drinnen. Das heißt, die Endstufe verzerrt dann kaum mehr. Also EL84 kriege ich relativ leicht in so einen färbigen Mittenbereich. Also das, was mir immer dieser Röhre nachsagt, dass eine Röhre warm klingt musikalisch, ist bei einer EL84 halt sehr, sehr ausgeprägt, wenn man es mit dem Mittenbereich vergleicht. Ne? Also es färbt den Mittenbereich von einem Klangbereich dann sehr, sehr stark. Das ist eine echte Wissenschaft. Ich hoffe in einem Motor, weil ich glaube, wahrscheinlich haben wir gerade 300 Zuschauer verloren. Das kann gut sein. Nein, ist nicht passiert. Ganz im Gegenteil, lieber. Das war nur ein Scherz. Der Motorbiking Austria schickt dir ein Chapeau und dankt für die Erklärungen. Danke. Der Zim 66 wird einfach nur frech. Also Klausi ohne Essen ist wie Zonko ohne Pfeife. Das ist natürlich eine Frechheit, aber. Und der Harry Schneider-Fonte haut natürlich nur ein Plätzchen rein. Ne? Zum Beispiel, wenn man da hier stark röhrt, gibt es auch mehr Sound. Und im L16 geht er nur von der Lohnverrechnung. Ja? Vollkommen richtig. Ja. Jens Weirich ist dabei. Wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Ja? Das ist ganz interessant, aber Oliver, jetzt da ganz wie soll ich sagen, das ist ja wirklich, also da steckt ja Wissenschaft dahinter, ne? Diese Röhren für den Röhrenverstärker, dieser Aufbau von diesen Verstärkersystemen und so weiter. Jetzt für mich die Frage, die ernsthafte Frage, inwiefern ist es eigentlich noch für die Praxis relevant, seit wir diese digitale Technologie ausgebaut haben? Also das meine ich jetzt so, inwiefern für die Praxis relevant, ist es wirklich jetzt nur mehr eine Geschichte für Aficionados, ja, für Wichser in dem Bereich, wie man so sagt, da? Oder hat das schon noch eine wirkliche Relevanz für den Musikerserver, dass man sagt, nein, es gibt einen gewaltigen Unterschied und zwar im positiven Sinn, wenn ich mit einem Röhrenverstärker auf der Bühne stehe oder im Studio oder ob ich das Ganze digital mache, was ja heute alles möglich ist. Ja. Es stimmt schon, also jetzt die Röhrentechnik für die breite Masse einmal betrachtet, ist es sicher das absolute Nischenprodukt. Nachrichtentechnisch gesehen ist es die simpleste Technik, die sehr bewährt ist. Man kriegt es durch neue Digitaltechnik und alles mit Halbleitertechnik viel kleiner zusammen, viel günstiger zusammen. Das ist alles keine Frage. In der Hi-Fi-Branche sind richtige Grabenkämpfe entstanden. Manche schwören nur auf Röhren, manche sagen, das ist alles falsch, alles ein Blödsinn. Da geht es auch immer um Definitionsfragen. Was will ein Hi-Fi-Fan? Will der quasi dieses High Fidelity, dass der Verstärker, dieser Wiedergabeverstärker überhaupt keine Färbung macht, sondern nur das wiedergibt, was die Aufnahme macht. Andere sagen, nein, ich habe doch gern lieber diese Färbung im Ton, damit ich das angenehm in meinem Wohnzimmersessel anhören kann. Das ist eine ganz eigene Welt und ist meiner Meinung nach nicht wirklich vergleichbar mit Musikern, die quasi einen Gitarrenverstärker zum Beispiel als Teil des Instrumentes haben. Ne? Eine E-Gitarre ohne einen Verstärker ist nicht das fertige Instrument. Ne? Ja, ist richtig. Ja. Und da kommt es wirklich auf das, einfach auf den Einsatzzweck an, auf Vorlieben. Ich persönlich sage, ein Röhrenverstärker für eine klassische moderne Musik oder auch Blues und Rock, diese klassischen Sachen, wird man nicht wirklich ersetzen können. Es gibt sehr gute Digitalverstärker, sei es auch so Profiling-Verstärker, die dann diese Sachen digital simulieren. Die sind schon in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist, gerade in der heutigen Zeit, ist es fast unmöglich, einen schlechten Klang zu haben, wie es vielleicht in den 80er und 90er Jahren noch war. Mhm. Kannst du erinnern, die Leistbahn-Transistorverstärker, die haben halt einfach furchtbar geklungen. Es ist einfach so. Ich hatte einen solchen. Und da hat sie halt wirklich sehr viel getan. Und es ist wirklich je nach Einsatzzweck. Also es gibt sicher Musiker, die sagen, viel Touren, nicht viel Möglichkeit, viel Personal mitzuschleppen,
ich brauche was Handliches, da ist es natürlich mit einem Röhrenverstärker schwieriger, weil der einfach ein bisschen schwerer und größer wird. Ja. Man kann dann heutzutage, nachdem die meisten Bühnen ja sehr gute PA-Anlagen haben, kann man die auch relativ klein bauen, weil ich brauche nicht mehr 50 oder 100 Watt Marshall-Stacks, wie man das in den 60er und 70er Jahren gehabt hat. Oder man kann so Hybridverstärker bauen, das ist auch möglich, wo eben Röhrentechnik mit moderneren Endstufen gepaart werden, auch das gibt es. Wenn du als Gitarrist einen Röhrensound gewohnt bist, wirst du immer einen echten Röhrenverstärker haben wollen. Ja, alles andere ist dann immer so ein gewisser Kompromiss, wo ich sage, es ist einfach praktischer, somit verwendet es. Und ich sage mal, ein Großteil der Studios, die wirklich sich auch auf Gitarrenmusik so spezialisiert haben, dort steht eigentlich immer eine Armada von Röhrenverstärkern. Ja. Absolut. Wenn ich einen Gitarrensound aufnehmen möchte, natürlich. Ja, ja, ich meine, es ist halt so, wie du vollkommen richtig sagst, also die mit einer E-Gitarre zu spielen und einen Röhrenverstärker, und da redet man nicht einmal von einem besonders guten, sondern einfach einen Röhrenverstärker, einen soliden, guten Röhrenverstärker dabei zu haben, das macht natürlich unglaublich mehr Spaß als ein Transistorverstärker, weil man im Raum selber ein bisschen was gespürt damit, also weil man es selber mitbebt, ja? So sage ich es einmal. Sehe ich ja genauso, in der Praxis natürlich, jetzt abgesehen von Größe und so weiter, in der Praxis merke ich dann einfach, das fällt ja keiner auf, außer dem Spüler selbst. Ne? Es fällt uns keiner auf, quasi wenn man sich auch hucht. Aber ich glaube, dass es, oder ich empfinde es so, vielleicht kannst du es jetzt dann korrigieren, dass dieses Handwerk, dass da einfach noch immer, also das Handwerk, das damit einhergeht, also wo einfach der Verstärker selbst produziert wird, diese Röhrentechnik dahinter, dieses sehr solide, durchschaubarere technische Spiel, dass das einfach einen gewissen Reiz hat, auch wieder im Kommen ist, aber dass das eigentlich, wie soll ich sagen, diese Vorliebe eben eher fürs Handwerk in erster Linie dasteht, als wirklich jetzt die musikalische Notwendigkeit. Weil es hat jetzt dann einer, oder du hast es auch gesagt, nicht? Für die ersten Transistorverstärker, nicht? Ich habe auch so einen gehabt, den wir auch keinen anderen leisten können am Anfang. Das war natürlich ein grandioser Scheißdreck. Ja? Aber es hat einmal gereicht fürs Erste. Aber das hat sich jetzt so entwickelt, oder man braucht ja gar keinen Verstärker mehr, ich kann das alles übers iPhone. Da hast du Apps, wo du das alles wahnsinnig gut hast, wo du sagst, das fällt ja nicht kann mehr auf. Das heißt, ich glaube, rein musikalisch weiß ich nicht mehr, ob das so einen Wert hätte, aber ich glaube, dass einfach dieser Zusatz, dass das alte Handwerk, und das gehört jetzt auch schon zum alten Handwerk, dass das da verwendet wird, dass das einfach so viel Reiz gewinnen wird, auch jetzt in naher Zukunft, dass es eigentlich wieder zu einer Renaissance kommen wird. Das ist so meine Einschätzung. Was meinst du? Ja, also gerade wie du gesagt hast, also dem Publikum, ja, den fällt es, glaube ich, auch mittlerweile kaum mehr auf. Ja. Ja. Kommt darauf an, welche Musik, also gerade wenn jetzt vielleicht die Gitarre nur im Vordergrund steht, die sehr gitarrenlastig ist, dann eher noch, weil auch das Publikum anders ist und anders hört. Ja. Als wenn ich jetzt große Hallen fülle mit einer Mainstream-artigen Musik, mit Popmusik. Dort wird es dem Publikum kaum mehr auffallen. Was ich eher glaube, ist, solange ein Künstler sagt, er wählt das ein Instrument ja aus. Das ist ein Teil seines Handwerkes, das ist ein Werkzeug. So wie ich einen Lötkolben habe oder eine Bohrmaschine habe, einen Schraubenzieher habe, ein Messgerät. Und wenn der sich einfach mit diesem Werkzeug identifizieren kann und sagt, das ist sein Werkzeug, damit klingt er besser, glaube ich, dass er das auch aufs Publikum übertragen kann. Ja, ich glaube, dass es ein Teil seines Werkzeuges einfach ganz ist. Ja, und ja, natürlich, dieses Handwerk, also sagen wir so, einen Röhrenverstärker wird eher in einer handwerklichen Kleinserie möglich sein, als wenn ich einen großen Digitalverstärker bauen würde. Weil
da brauche ich jetzt sicher eher eine maschinelle Fertigung, damit ich das überhaupt in SMD zusammenlöten kann. Also das macht in Kleinstserien nicht. Ja, ja, also ja. Natürlich gibt es auch Röhrenverstärker, also die sind alle, die namhaften Hersteller, sind alles Fließbandgeschichten natürlich, auch die Röhrentechnik. Man kann sie aber natürlich mit dieser Technik, das ist auch das Schöne daran, was für mich als Handwerker jetzt und als Elektrotechniker interessiert, man kann mit relativ wenig Produktionsstraßenaufwand schöne Sachen bauen, die einfach ein Teil des Instruments sind. Also ich brauche keine riesen Fertigungshalle, um einfach schön Punkt zu Punkt mit einem klassischen Löthandwerk gute Verstärker zu bauen. Ja. Das ist natürlich, wenn ich sage, ich baue jetzt einen Digitalverstärker oder ich baue jetzt etwas, wo man eben mit Apps zusammenarbeiten kann, das ist dann schon wesentlich schwieriger, dann in seiner kleinen Werkstatt im Kämmerlein was zusammenzuschustern. Natürlich. Was dann auch eine Wertigkeit vom Produkt, eine spürbare hat, eine Haptik hat zum Beispiel. Ja. Also das glaube ich auch, da bin ich ganz bei dir. Was die Musiker betrifft, hat der Jens Weyrich eine Frage. Wie gehen die Musikstars wie Eric Clapton vor? Haben die ihre Vorlieben oder nehmen die, was man ihnen hinstellt? Also Eric Clapton habe ich leider noch nie persönlich kennengelernt. Ich kenne es nur aus Interviews und aus der Branche halt Leute, die ihn gut kennen. Aber, er hat sicher große Vorlieben. Bei diesen großen Stars zum Beispiel, also die jetzt wirklich auch eine Maschinerie dahinter haben, prinzipiell können die sicher auf jeden Verstärker spielen und sie werden prinzipiell immer auch so klingen, wie sie selbst. Ja. Das ist einfach ein Können. Nur meistens ist es so, dass entweder sie nehmen ihre Verstärker selbst mit, wenn es natürlich über den Teich, großen Teich geht, wenn man sagt, man macht internationale Tourneen, dann gibt es meistens einen sogenannten Rider, den sie haben, die Hallen, wo sie spielen, diese Stadien, wo sie spielen, dort steht genau drinnen, welches Equipment die haben wollen. Ne? Oder sie nehmen halt ihre eigenen Exoten selber mit. Ne? Ja, mal spezielles. Ich kann mich erinnern, wie einmal Araya Heep in Wien war. Ist ja irgendwas eingegangen und da haben sie dich gerufen. Nicht? Und da bist du warst du der Troubleshooter und hast dir das wieder zusammengelegt oder was da hin war. Nicht? Was war da? Genau. Ja, nein, es war bei einer Röhrenendstufe von Marshall, ist ihnen schlicht und einfach, also sie war ein bisschen schlecht gewartet und durch die Transporterschüttern sind dann ein paar Bauteile von der Platine auch noch runtergefallen gewesen. Ja, 9 Satz Röhren, 2-3 Widerstände ausgetauscht und das hat schon wieder gepasst nachher. Ja. Aber das war während dem Konzert, nicht? Oder ganz knapp davor? Nein, das war knapp beim Soundcheck am Nachmittag. Ja, da hat er mir angerufen und bin ich halt mal schnell hingefahren und bin halt auf die Bühne gestürmt. Keinen gefunden, der da irgendwie zuständig gewesen wäre, reise dann diese Endstufe raus. Der Techniker von dort kriegt einmal gleich mit die Krise und schreit, was ich da mache. Ja, aber wir haben das gut zusammengebracht. Ja, das ist gut gemacht. Ja, du hast ja sonst da, das fällt mir jetzt diesbezüglich auch ein, du warst ja quasi du hast, also deine Firma eigentlich, du hast ja immer kleine Firma gehabt diesbezüglich und hast ja für den Joe Zawinul, nicht? Für die Gruppen als die Wartung der Instrumente und das Ganze übernommen. Nicht? Ja, da habe ich damals gemeinsam mit seinem Roadie, haben uns da immer wieder getroffen und seine alten Analog-Synths haben wir doch immer wieder repariert. Ja. Das war dann noch mit so Optokoppeln und Lichtschranken, wo so Lederflecke quasi auf und zu machen und da haben wir etliches geflickt und ja, auch viel zu früh verstorben. Ja, also ich habe ja, dann auch, auf jeden Fall. Auch ein System überlegt oder viel mit Pedalen gearbeitet, ne, um seine Sounds zu beeinflussen. Mhm. Und aber aufgrund seiner Krankheit seine Füße kaum mehr bewegen können und kein Gespür mehr gehabt. Mhm. Jetzt haben wir das damals entwickelt, dass er das mit den Händen bedienen kann. Nur da sind wir leider nicht mehr fertig geworden. Das ist dann, war dann doch früher als erwartet sein Versterben. Das stimmt, ja, das war wirklich gar. Aber ich habe das jetzt in erster Linie auch deswegen erwähnen wollen, weil, wie soll ich sagen, das unterstreicht natürlich auch deinen Expertenstatus, wie man heute so sagt. Ja.
Also, wir plaudern da jetzt ja nicht nur, weil du einer meiner besten Freunde bist, sondern weil zu dem Thema schon von dir her wirklich was gesagt werden kann. Also, das wollte ich eigentlich nur so darstellen, damit das den Zuschauern, Zuhörern klar wird. So, pass auf, was haben wir da noch? Röhre ist der Chopper der Musiker. Das gefällt mir. Ja. Harry Schneider-Fonte sagt, ich mag den unsauberen Sound aus den 60er und 70ern. Ist es das, was du gemeint hast, da, dieser unsaubere Sound? Ist es das? Da ist sicher die Röhre mit dabei, wobei vor allem auch die Aufnahmetechniker damals auch hauptsächlich mit Röhre und mit den alten Bandmaschinen waren. Und dieser Gesamtsound, den man von alten Aufnahmen hört, kommt vor allem auch von dieser eigentlich, sagt man, schlechten Aufnahmetechnik. Ne? Das kommt dazu noch. Interessant ist auch, wenn man jetzt diese Rockmusik, die ja quasi eine ganze Generation geprägt hat, dort hat es einfach nichts anderes gegeben als die Röhre. Interessant wäre, wenn man mit das Gedankenexperiment macht, was wäre, wenn der Transistor vor der Röhre erfunden wäre. Würden jetzt plötzlich alle Transistorverstärker spielen wollen, um ihrer Musik und ihren Idol nachzueifern und vor allem auch die Hörgewohnheit, die sich dadurch entwickelt hat für diese Musik. Ne? Ja, interessanter Gedanke natürlich, ja. Keine Frage. Der Franz Brandwein bringt da einen ganz interessanten Vergleich dazu, nämlich er vergleicht dieses Röhren-Transistor-Geschichtel ein bisschen wie Vergaser und Einspritzer. Das ist ein schöner Vergleich. Ja, ich wollte dich gerade fragen, würdest du dem zustimmen eigentlich? Ja. Ich sage es fast noch drastischer zwischen Verbrennungsmotor und Elektro. Okay, ja. Ja. Nein, stimmt eigentlich nicht ganz, dann müsste man eher sagen Analogtechnik und Digitaltechnik. Aber das stimmt schon, zwischen Einspritzer und Vergaser, das ist durchaus ein guter Vergleich, das stimmt. Ja, ja, aber also ich bin ja jetzt quasi sowohl Amateur im Bereich der E-Gitarrenmusik, als auch beim Motorradfahren. Ich denke mir halt jetzt, der Vergleich passt ganz gut, aber de facto denke ich mir jetzt, ist einfach der Einspritzer weniger anfällig. Also einfach, das macht es wirklich für mich viel praktischer oder sinnvoller, das Motorrad zu verwenden. Nämlich, dass es mir anspringt, ich sage jetzt einmal plump, dass das halt der Vorteil ist. Es springt mir immer an im Vergleich zum Vergaser. Habe ich auch gehabt, meine alte Vespa, ne? Das ich habe darunter gelitten, ne? Unter dieser Technologie. Bei der Musik würde ich das jetzt, da könnte man sagen, ja, ist auch praktischer, weil es leichter ist, die Transistorverstärker oder sowas, aber das meine ich nicht, sondern das Wesen des Verstärkers ist es ja eben die Musik, also das Gitarrenspiel eben zu verstärken. Und da würde ich den Vergleich jetzt nicht so ziehen, weil ich sage, das ist einfach, das ist eine Geschmackssache. Währenddessen jetzt der Vergleich Vergaser zum Einspritzer für mich jetzt wirklich definitiv einen Unterschied macht in der Anwendung. Ja, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und ob ich jetzt einen Röhrenverstärker oder einen Transistorverstärker habe, ändert jetzt nichts an der Anwendung von meinem Gitarrenspiel. Ne? So wie du vorher auch gesagt hast, Eric Clapton oder jeder andere gute Musiker, der kann über alles spielen. Ne? Da ist wurscht. Der wird immer nach ihm klingen. Aber also es würde nicht beeinflussen die Tatsache, dass ich Gitarre spielen kann oder wie ich Gitarre spiele, sondern lediglich halt die Vorliebe des persönlichen Sounds. Hingegen ist jetzt der Einspritzer beeinflusst einfach schon dann die Motorradtechnik. Ich weiß nicht, ob ich das, also Franz Brandwein, ja, versuche mal den Einspritzer selbst zu reparieren. Na gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Also da sind wir wahrscheinlich auch gleich, das, also von daher versteht er einen Vergleich viel besser, nicht? Weil einen Röhrenverstärker wirst du leichter reparieren können als einen Transistorverstärker. Aber ja, wie gesagt, das ist so mein Zugang. Dieser Vergleich, den kann man von zwei Seiten meiner Meinung nach sehen. Aus rein technischer Sicht passt der Vergleich. Wenn ich sage, der Röhrenverstärker ist zwar, sagen wir, nicht so effizient, er entwickelt Hitze, man muss Röhren tauschen, er ist wartungsintensiver, wie vielleicht ein Vergasermotor, ja, wenn man den Vergaser auch permanent einstellen muss. Dafür ist, wenn was kaputt ist, kann ich bei einem Röhrenverstärker relativ schnell irgendwo oder irgendjemanden auffindig machen
der den einmal reparieren kann. Wenn ich dann schon hochintegrierte Schaltkreise habe, wo ich ganze Platinen tauschen muss und ich diese Ersatzteile nicht herkriege, ich vergleiche es vielleicht eher wie mit modernen und älteren Autos, ne? Zum Beispiel. Ja, ja. Also, wie gesagt, wenn ich es natürlich jetzt nicht aus technischer Sicht, sondern eben vom zum Beispiel von aus Anwendungssicht sehe, ja, dann ist er vielleicht nicht ganz gleich, dieser Vergleich. Also nicht ganz stimmig, der Vergleich. Ne? Ja, ja. Na, aber also ich verstehe schon, also grundsätzlich passend ist er, das verstehe ich als Nicht-Techniker. Der Dieter gibt mir recht, dass er immer auch sagt, ne, die Zuverlässigkeit ist eine ganz andere Geschichte beim Einspritzer. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht gegen einen Vergaser gestellt oder was, aber es ist halt für mich ein anderer Einfluss auf die Benutzung. Nicht? Also währenddessen ein Vergaser und ein Einspritzer wirklich jetzt dann die Benutzung des Motorrads beeinflusst der Röhren- oder Transistorverstärker nicht wirklich das Gitarrenspiel, sondern es ist ja eher dann, also nicht, weil spielen kann ich dort und da. Oder ja, ist es anders? Kommt. Naja, das ist sowohl als auch. Also sowohl als auch. Also, nein, ist vereinfacht. Nein, ja. Ganz vereinfacht gesagt. Wenn ich Gitarre ausstecke, kommt dort wie dort ein verstärktes Signal raus. Das meine ich damit eigentlich. Ja, naja. Also gut, das habe ich beim Motor auch. Dort gebe ich Gas und ich komme weiter. Naja. Mein Vespa, die ist mir oft nicht angesprungen. Ne? Zum Beispiel mit dem alten Vergasermotor. Ne? So, also ich habe nur diesen einen Vergleich jetzt dabei. Ne? Naja, ja. Aber das kann bei einem Röhrenverstärker auch sein. Nicht? Wenn ich auf die nicht aufpasse und nicht warten kann und mir die Röhren dann hießen, weil ich mit dem Motor umschmeiße und der Transistorverstärker wird zusammen runterfallen können und wird vielleicht nicht gleich auch richtige Röhren haben. Ja, nein, ich verstehe. Nein, das ist mir dann schon klar. Du, Motorbike gegen Austria hat noch eine Frage an den Techniker. Hast du schon mal selbst Gitarren-Tonabnehmer gewickelt oder gebaut? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Ja. Warum nicht? Habe ich nicht. Hat sich bis jetzt nicht ergeben, muss ich sagen. Ja, und er braucht natürlich auch einen gewissen, sagen wir, Maschinenpark. Also, Das Wickeln, es gibt dann Wickelmaschinen, die kann man sich selber bauen, es gibt da welche, die man kaufen kann. Hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Ist aber auch eine hochinteressante Geschichte und auch eine ganz eigene Wissenschaft. Welche Magnete man verwendet, welchen Wicklungsdraht, welche Art von Draht, wie viel Wicklung, wie ich die Wicklungen aufbringe. Also das ist auch eine hochinteressante Geschichte. Ja. Du, aber da hätten wir ja ein Projekt, weil ich habe jetzt gefunden im Atelier von meiner Mutter, den Gitarrenbausatz von der Jazz-Gitarre. Was du erinnerst? Ja, natürlich. Du solltest dich erinnern, weil du hast am Zeit, glaube ich. Das war ein Geschenk, natürlich. Naja, ein Geschenk. Nein, aber da haben wir ja gesagt, ich werde ihn künstlerisch gestalten, nicht? Also das Ganze. Und du machst dann die Technik und den Zusammenbau, nicht? Das Ganze. Und das wäre doch interessant, vielleicht für das eigene Tonabnehmer zu wickeln. Oder ist es. Oder ist gar nicht so ein Thema, wo du sagst, das interessiert dich, oder ist gar nicht notwendig, weil es eh so gute gibt? Ja, oder? Also ich wollte gerade sagen, bis jetzt bin ich eigentlich sehr gut gefahren mit den Vorhandenen. Und das sind ja Leute, die ja genauso verrückt sind wie ich, sage ich mal, nur halt auf ihrem Bereich. Und man braucht, glaube ich, schon etliche Fehlanläufe, damit man es rausbringt, was man wirklich haben möchte. Okay. Und sag mal, das ist einfach so eine Zeitsache, wenn man sagt, ich habe Zeit und möchte auch diese Zeit investieren, dann kann man das gerne machen. Ne? Ja. Also es steht nicht auf der oberen Liste, sagen wir so. Es steht momentan jetzt bei mir nicht unbedingt auf der obersten Liste, aber ist wirklich ein absolut bemerkenswertes Know-how, was man da hat. Ja. Ne? Das glaube ich auch, das ist ganz interessant. Ja, absolut. Casino Baumgarten in Martin Busch begrüße ich noch herzlich, der ist noch dazugestoßen. Und da ist eine Fonte dann gemeint, ich fahre mit einer Einspritzermaschine nicht besser als mit einer Vergaserreim. Ja, das stimmt eigentlich auch wieder. Du hast auch wieder recht. Wie gesagt, mein Vergleich war wirklich eher so im Starten von der Maschine. Aber stimmt, wenn ich mal fahre, ist es eigentlich dann wurscht. Da hat er wirklich recht. Und ist ja selbst Tonabnehmer, wie er noch Bildhauer war. Das gefällt mir auch, ja? Der Tonabnehmer.
wie in der Bildhauerei, ja. Na schau, der Franz Branntwein fährt nur Vergaser, trinkt aber Gespritzte bei jeder Gelegenheit. Bravo. Bravo, Franz. Also, ja, Christian muss ich sagen. Aber ja, na, auf jeden Fall, ich finde es eigentlich spannend, wie sich das Gespräch entwickelt in diese Richtung. Wir müssen schon langsam zum Schluss kommen, also nicht abrupt, aber schon langsam, weil mir eben diese Interviewminuten, die da als wie sagt man, Trial Time, nennt sie das da, also wie sagt man da, als, ich habe das quasi nur freigeschalten zum Probieren, aber man müsste dann ein Update machen von der Software, um das dann zu haben. Aber jetzt eben zum Probieren habe ich das genutzt, das rennt schon langsam aus, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Das nutzen wir aus, bis zur letzten Sekunde, bis der Oliver verschwindet vom Bildschirm. Wie gesagt, bei mir meldet sich eh schon der Akku leider. Ja. Achso, eh schon, ne, schau. Da kommen wir schon langsam. Ich habe mein Headset auf diesem iPhone hängen und ja. Nachdem es auch keine eigene Audiobuchse mehr gibt mit diesem Klopper. Ja, furchtbar. Ja, du kannst einen Teil kaufen, so einen Adapter. Ja, es gibt den Adapter, genau, wo man laden kann und auch gleichzeitig das Headset. Richtig, ja. Musst du dort kaufen, nicht? Kaufen. Wer kauft, ja, gewinnt. Ja. Der Kessiner Baumgarten sagt richtig, Versuchskaninchen. Ja, das wollen wir heute alle miteinander, aber ich glaube, es hat sich trotzdem zu einem irrsinnig interessanten Gespräch entwickelt gehabt. Und meine Frage, da Wolfgang Kroatzke ist auch dabei. Ein nettes Format, sagt er. Ja, das wollte ich gerade fragen, ob das eigentlich ein Format ist, das man jetzt öfters machen sollte, also dieses Kakao mit Klaus. Es geht nicht immer um Musik, aber ich glaube immer wieder mal mit einem Gast oder mehreren Gästen oder eben zuschaltbaren Gästen, was auch immer, alles möglich. Natürlich auch mit dir, Oliver, wieder. Ich glaube schon, dass das wieder geht, so einfach so gewisse Plauschereien. Ich glaube, dass das gut, Jens Weyrich sagt auch, lebendes Format. Ich hoffe, dass das gut ankommt und ankommen wird und ob wir das mehrfach machen sollten. Was glaubst du, Oliver, was du das jetzt da betrachtest als Konsument? Glaubst du, ist das etwas, was du sagen das, naja, eigentlich, das würde man schon vielleicht einmal auf YouTube ausschauen oder als Podcast anhören oder im Nachhinein ausschauen oder sowas? Ganz ehrlich, du musst aber ehrlich sein dabei. Und liebevoll. Ich glaube, liebevoll. Nein, da brauche ich nicht ehrlich sein. Ja. Also ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man ein Thema hat, was natürlich einer breit, also dem Publikum gefällt, was man ansprechen möchte und dass es nicht so lang wird und dass da ein bisschen einfach ein runder Faden durchgeht. Nicht? Ich glaube, dass das Sinn macht. Manche werden es vielleicht sich anschauen, weil es einfach von den Personen lustig ist, dann ist eh wurscht, worüber man redet. Man muss wissen, worauf man abzielen möchte, glaube ich, bei dem Format, wenn man sagt, das ist ein nettes Blauschen wollte eh nur die, also nur unter Anführungszeichen, so die eigenen Freunde zuschauen, die sagen, lustig ist, ja. Oder man sagt, ich möchte den Kreis erweitern, wo man auch etwas zu sagen hat, ja, weil vielleicht interessante Themen oder interessante Menschen, die eingeladen werden, dann anstehen, dann sollte natürlich ein gewisser roter Faden durch sein, dass das nicht ganz ein Wischiwaschi wird, nicht? Wo man sagt, hey, nach einer halben Stunde wird es vielleicht schon langweilig oder ja. Man kann dem nicht mehr wirklich folgen, was man damit eigentlich erreichen will. Ne? Ja. Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Oder man muss sich im Klaren sein, was man will. Einfach. Ne? Ja, danke dir. Ich glaube ja. Also ich denke von meiner Seite her, wäre es wirklich etwas, was einfach mich interessiert. Weil das ist, man kann sich da tatsächlich sehr schwer nach anderen richten, weil da kommt man nicht weiter. Und wenn man sich denkt, was auf, ich richte mich nach dem, was interessiert mich und mich interessiert Gott sei Dank viel, dann ist es zumindest ein Konzept. Ja. Was jetzt ganz interessant ist, sind die Kommentare meiner lieben Freunde. Das ist natürlich ganz großartig und besonders leibend. Und da schicke ich einen besonderen Gruß aus. Bibel Rocks schreibt gute Sendung. Und ich meine, das ist ja eigentlich, die dankt ja recht narrisch. Und das ist ja natürlich... ganz liebe Grüße. und das ist natürlich eine große... Schaut es einmal bei Bibel Rocks. Ganz leibende Videos zu dem Thema, zu dieser Thematik, Gitarre, Gitarrenverstärker und so weiter. Echt leibende Geschichte. Freut mich, dass du zugeschaut hast und uns hier ein
ein positives Feedback geben muss, das taugt mir. Aber auch im Jens Weyrich, lebendes Format, auf jeden Fall, sagt der Markus Volker, unbedingt Marinus Herzl. Der Harry Schöner-Fonte, Klausi machen was, ganz sicher sogar. Der Casino Baumgarten, der Martin schreibt, war einiges zu spät, aber das ist durchaus gemütlich und als Zeitvertreib sicher besser, als die Glotze anzuwerfen. Das glaube ich auch. Fritz Status ist sehr unterhaltsam und man erfährt neue Sachen. Motorbiking Austria, unbedingt dranbleiben. Und zur gelungenen Einführungsfeier kommt jetzt die 16er Burm Zenzi. Nein, heute spiele ich nichts, heute spiele ich nichts. Keine Gitarre heute. Aber das war jetzt eine gute Idee, ja. Auch Landtag Stromer, bin dafür, war interessant und lehrreich. Bible Rocks, yeah! Jawohl! Jürgen Duttenhöfer, servus Klaus, grüß dich, ein bisschen spät bist dran. Bible Rocks, hallo Oliver. Jawohl. Ja, dass du den Zusatz den Namen nennen von Leuten, die du gar nicht kennst, also spannend, Leuten, die du dann im Blind Date kennenlernst, ist auch interessant. Ich glaube auch, also diese, wie man an Gäste kommt oder wie man da rankommt, ist wieder eine andere Geschichte. Aber irgendwie, glaube ich, werde ich da weitermachen. Und also eben dieses Live-Format, ja, ich glaube, dass das mit das Spannende ist, wenn man live beieinander sitzt. Und das Ganze ist ja dann auf YouTube zu sehen und man kann dann die Tonspur als Podcast noch rausbringen. Aber ich glaube, dass diese Live-Geschichte für mich zum Beispiel viel interessanter ist als eben die im Vorhinein aufgenommene Sache. Weil gerade bei diesen Gesprächen, glaube ich, ist live einfach das Geilste. Oder? Was meinst du, Oliver? Eher live schon. Oder schon. Oder? Also, so wie das Format ist, gefällt mir das live fast besser, ja. Ja, ich glaube auch. Weil es einfach interaktiv ist, auch mit den Zuschauern. Also, wenn man das technisch so hinbekommt, dass das gut läuft, find ich das nicht so schlecht. Natürlich, wenn ich jetzt eine größere Bandbreite haben möchte, wird es nicht vielleicht immer ausgehen. Also, man kann das vielleicht mischen auch, dass man sagt, ja, das nächste Format wird halt jetzt eine Aufzeichnung sein. Also, aber prinzipiell, glaube ich, hat jetzt dieses Kakao mit Klaus, wo man sagt, man trifft sich an einem Nachmittag am Sonntag, ist, glaube ich, so eine Live-Schaltung, glaube ich, eine recht angenehme Sache. Na, wir werden einmal dranbleiben. Mein Neffe aus Hamburg schaut dazu, schau, jetzt kommen wir alleine, aber wir sind bald fertig. Ja, die Idee von Casino. Pass auf, was hältst du von der Idee von Casino Baumgarten? Vielleicht wäre es ja spannender, dass deine Zuseher dir Namen nennen von Leuten, die du gar nicht kennst, also von spannenden Leuten, und die dann im Blind Date quasi kennen. Also ohne Vorgespräch, ohne irgendwas, einfach darauf einlassen, auf die Gefahr hin, dass es nicht funkt. Was meinst du zu der Idee? Ja, das wäre natürlich auch lustig. Das hätte mir schon gefallen. Ja, das heißt, du gehst quasi auf Sendung mit jemandem, den du noch nie kennengelernt hast. Ja, genau. Sondern einfach empfohlen bekommen hast, ne? Genau. Das wäre schon interessant. Ja, ja. Überleg dir das einmal. Ich glaube, dass das sicher lustig ist. Ja, war eine Idee. War eine Idee. Na, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob man sowas auch mit der Woche macht oder öfter. Ich glaube, öfter nicht, oder? Also auch mit der Woche. Maximal auch mit der Woche, so meine ich. Also ich würde es vielleicht gar nicht auch in der Woche machen. Ist immer die Frage, wie weit stumpft sich das dann ab? Kriegt man genug Personen, wo es so interessant ist? Ja, das stimmt. Man kann das noch ausprobieren und ich würde es regelmäßig, aber nicht zu oft machen. Ja. Wird wohl die also Idee sein. Also wöchentlich ist fast schon die Frage, ob es nicht sogar so zu viel ist. Sogar. Ja, ich meine, man macht natürlich dann vielleicht, wie soll ich sagen, den Fehler, dass man das jetzt aus der Sicht des Lockdowns betrachtet. Ne? Weil jetzt ja klar, aber der Lockdown ist nicht, könnte man das alle 3 Tage machen. Ne? Weil ja. Die Leute haben Zeit, man hat selber Zeit, man hat die Lust. Naja, Casino Baumann zum Beispiel jeden ersten, dritten Sonntag im Monat sowas. Gut, ja, aber ich glaube, du hast auch recht, man muss es jetzt auch nicht über den Zaun brechen. Sagt man das so? Wurscht. Sondern einfach mal ausprobieren. So wie wir am Anfang gesagt haben, einfach ausprobieren und Ideen. Ja, ein paar Vorschläge hätte der Casino Baumgarten eh auch. Na, schauen wir mal. Jetzt muss ich erst einmal schauen, dass ich dieses Update machen kann mit dieser Interviewfunktion. Ich glaube, rein technisch hat das gut funktioniert.
Die Tatsache, dass es mit Facebook nicht funktioniert hat, weiß ich wirklich nicht, woran das ging ist, weil es hat schon einmal funktioniert. Ich werde es irgendwann mal wieder so testen mit Kurzvideos. Aber ich glaube so, dieser Interview-Mode funktioniert tadellos. Also ich kann die gut sehen, ich kann die gut hören, ich glaube auch das Publikum kriegt die gut mit, wie ich bemerkt habe. Ich glaube, dieses Investment in das Update wäre vielleicht sinnvoll. Und übers Knie brechen, sagt der Dieter. Ja, genau. Was habe ich gesagt? Über den Zaun brechen. Das ist auch nicht schlecht. Zaun brechen. Ja. Wenn man das übers Knie bricht, könnte man Zaun brechen, höchstens. Ja. 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 Etwas vom Zaun brechen. Motorbiking Austria hat mich gerettet. Ja. Also war ich gar nicht, habe ich zwei Sprichwörter vermischt. Ja, das ist halt live. Aber ich glaube, es ist ja wirklich. Genau. Und so wie, ich glaube, es war eher auch Casino Baumgarten. Ja, genau. Live ist ehrlicher. Ich finde es auch spannender. Und ich bin. Alascha von meiner Musik, ist das iCam Live, Bibelrocks, ja? iCam Live, genau diese Software verwende. Ich bin aufgrund meiner Spielsätze mit den 16er Buben, bin ich natürlich die Rampensau. Ich bin das Live-Geschäft gewöhnt und insofern liegt mir, glaube ich, auch live einfach besser. Und ich bin ein Fan von, wie soll ich sagen, ich bin ein Fan von diesem Authentischen. Und ich mag Föller. Wenn sie liebevoll, wenn sie einfach sind, wenn sie klar sind. Ja? Perfektionismus kriegt man ohnehin sowieso nicht gescheit hin. Und wenn, dann ist es einfach nicht mehr leibend. So, wenn du jemanden Interessanten hast und wenn es passt, muss er nicht so regelmäßig sein, sagt der Franz Brandwein. Danke dir für diesen Hinweis. Und natürlich sonst ja, im Sommer dann statt dem Kakao auf ein Eis mit Glas. Ja. Wunderbar. Du, ich glaube, ja, schon langsam. Wir hätten noch 16 Minuten. Nutzen wir den aus, Oliver. Nutzen wir den aus. Ich glaube, das hätten wir jetzt geklärt. Ja, solange der Akku noch. Das kann nur, ja, genau. Sein, kann nur sein, dass ich plötzlich weg bin. Wie weit bist du schon mit dem Akku? Ist er schon rot? Kann man da kurz schauen. Naja, es ist schon sehr. Ich bin schon bei 5%. Ja, ui, ui. Nein, ich glaube, dann werden wir uns dem Ende nahen. Ne? Das werden wir so machen. Lionel, mir hat das wahnsinnig taugt, dass ihr zugeschaut. Ich meine, wir waren jetzt wirklich eigentlich fast immer über 20 Zuschauer, was ich echt leibend finde. Nur auf YouTube. Wie gesagt, das mit Facebook ist dann eben gegangen. aber ich glaube, dieses Experiment ist gelungen und Oliver, ich muss sagen, heute auch für mich wieder ganz interessante neue Sachen dabei gewesen, die du sagst. Also ich glaube, ich werde wirklich trotzdem einmal wieder einer holen. Und vielleicht nicht als Versuchskaninchen, sondern einmal wirklich einmal in Medias Res, vielleicht, dass wir uns einmal zusammentreffen. Bei dir eventuell in der Werkstatt oder dass wir ein paar Verstärker auch anreißen. Dass wir da mal auch können wir gerne ausprobieren, ja? Das machen wir. Das machen wir mal. Ja. Gerne. Oliver, ich danke dir vielmals. Ich schalte dich da jetzt weg, aber bleib noch kurz drauf, weil wir reden uns noch kurz nochmal nach dem. Oh, jetzt ist der Akku aus. Schaut sich das an. Der Akku ist aus. Der Akku ist aus. Ich bin allein. Gerade zur rechten Zeit. Meine Herrschaften, ich sage Dankeschön und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Denkst du dann, also wer Interesse hat, morgen haben wir ja die Pavlatschen mit den 16er Buben, den Livestream um 20.15 Uhr auf 16er Buben TV, also sprich YouTube-Kanal 16er Buben TV, und zwar mit dem Special Guest Fritz Zonko Trendl. Jawohl. Trifft sozusagen Blasmusik auf Wiener Lied und ja, das wird sicher ein spannendes, leibendes Gespräch und ein leibender Livestream und wir werden uns sicher auch wieder sehen, wer es kundtun, wenn es soweit ist. Dickes Puzzle von mir, Dankeschön für eure Geduld mit mir, mit meinem Herumprobieren, was ich da gemacht habe. Und Kakao ist auch austrunken. Ja, ich sag, der Papa führt euch gut. Dickes Puzzle, euer Klasse, Servus. Jawohl. Ja, was ich da mache, ist, ich teste jetzt lediglich eine neue Funktion in meiner Software, nämlich wo ich schaue, dass ich gleichzeitig auf YouTube, auf Facebook und auf LinkedIn live gehen kann. Es hat nämlich heute mal nicht so funktioniert, wie ich es gern gehabt hätte. Und jetzt haben wir doch die Papiers einfach nochmal. Und das geht nicht anders, außer man
ist live. Also man kann das nicht anders testen, als live zu gehen und dann zu schauen, ob es funktioniert. Und zumindest funktioniert es jetzt insofern einmal schon, dass es auch auf Facebook funktioniert. Ja, vorher habe ich nämlich ein Live-Video gemacht, ein Live-Gespräch mit Oliver Rutger, meinem lieben Freund, wo wir über Gott und die Welt geplaudert haben mit Kakao, mit Glas. Und ja, der Peter Richtinger sagt, ich bin voll der Computer-Nerd. Naja, zumindest, wenn es halt funktioniert, nicht? Aber jetzt zumindest funktioniert es schon so weit, dass ich auf YouTube und auf Facebook live bin. Das haut einmal hin. GS Ferche, Servus, grüß dich Gott. Was noch nicht scheint zu funktionieren, was noch nicht funktioniert, ist LinkedIn. Aber gut, keine Ahnung, warum, wieso. Aber dass es auf YouTube und Facebook funktioniert, ist schon mal recht leiwand. Ja, man kann sowas nur machen, wenn man es ausprobiert. Definitiv. Es gibt sicherlich einfache Möglichkeiten oder bessere oder wie soll ich sagen, weniger auffällige Möglichkeiten, solche Dinge auszuprobieren. Ich habe aus meiner Erfahrung gelernt, man probiert es einfach raus und dann schaut einmal. Die meisten Menschen sind ja da recht, wie soll ich sagen, entgegenkommend und rücksichtsvoll und sagen, ja, passt schon, probier es aus. Und dann geht es beim nächsten Mal. Auf jeden Fall, Wager Emmerich ist auch schon dabei, von Facebook her. Schau dazu. Also das funktioniert, YouTube und Facebook funktioniert, LinkedIn noch nicht oder halt nicht. Sending Data. Und man weiß nicht, wo der Föller liegt. Das sind die Sachen, die man besonders schätzt. Ja, ich habe vorher, wie gesagt, eine Sendung gehabt, Kakao mit Glas. Mir ist eh fade da hocken, sagt der Peter. Die Technik ist schon leiwand. Norbert Lothring, ja, die Technik, die macht mich noch fertig. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, in Zeiten von Lockdown und so, wo man daheim sitzt, kann man das ein bisschen ausprobieren, kann man sich da ein bisschen spülen. Und wie gesagt, man kann es nur in der Praxis ausprobieren, aber es funktioniert dann nicht. Patrick Rutger, Servus Kollege, Servus. Ich habe gerade mit deinem Bruder ein Live-Gespräch geführt, mit dem Oliver, wo ich voll gehabt habe, das auf YouTube und Facebook gleichzeitig zu übertragen, hat so nicht hingehauen, war eine reine YouTube-Session, war aber sehr leibend. Kann ich nur empfehlen zum Nachschauen. Kakao mit Glas, mit dem Oliver. Aber jetzt da habe ich mir gedacht, ich probiere das nochmal, ob das mit Facebook hinhaut. Was es auch tut, lediglich LinkedIn versagt jämmerlich. Aber damit kann ich leben. Und euch lasse ich jetzt in Ruhe und wünsche euch einen schönen Sonntag. Aber das muss ich da erst wieder weg, dass ich da weggekommen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. An dieser Stelle nochmal erwähnt, am Montag, morgen, Montag, der 9.11. um 20.15 Uhr auf dem YouTube-Kanal 16erBurm.tv ist die Pavlatschen, der Wienerlied-Livestream, wieder online und zwar mit einem hervorragenden Gast, mit dem Motorradjournalisten und Blechbläser-Musikanten Zonko, Fritz Zonko Trendl, seid dabei. Ich wünsche euch was. Pfiat euch gut, Baba.